Ich sage erstmal herzlich willkommen, trotz dem Wetter hier zur Demo zu erscheinen. Das ist die erste Demonstration hier in Duttweiler unter dem Motto: Wehrt euch, die ruinieren uns. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Silvia. Die meisten kennen mich hier von Duttweiler, die andere vom Demonstriere in Saarbrücken oder auch regional. Ich habe eine Rede vorbereitet, vorab, aber ich sehe schon, die Schilder sind all vergeben. Mir hatte auch hier irgendwo eine Informationsbox mit Flyern. Informiere aber später noch, wenn wir nochmal hier ankommen, über die Demos im März. Energiekrise, Wirtschaftskrise, Inflation. Unsere Lebenskosten sind um über 20% gestiegen. Immer mehr Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen. Die Sanktionen treffen uns Bürger und Bürgerinnen in Deutschland sehr hart. Energiepreise für viele nicht mehr zu stemmen. Dazu sage ich nur: Politiker frieren nicht, wir schon. Viele Betriebe mussten schließen, haben die Corona-Krise nicht überlebt oder können sich die zukünftigen Unterhaltungskosten nicht mehr leisten. Jetzt plant die EU die Zwangssanierung. Was das zur Folge hat, wissen wir alle. Wie lange können wir uns noch diese Regierung leisten? Keinen Tag. Milliarden von Euro fließen in die Unterstützung anderer Länder. Milliarden von Euro fließen in die Rüstung. Deutschland hilft allen. Aber wo bleibt die Unterstützung für uns Bürger und Bürgerinnen? Wie viele von Armut Betroffene müssen noch im Müll nach Pfandflaschen suchen? Wie viele müssen noch auswandern wegen der steigenden Kosten und den Steinen, die man uns hier täglich in den Weg legt? Altersarmut und Kinderarmut steigen immer mehr an. Unser Kanzler spricht jetzt vom Wirtschaftswunder. Was könnte er damit meinen? Armut für alle? Wann fängt diese Regierung endlich an, sich um uns, um das eigene Volk zu kümmern? Es heißt, das Erste, was im Krieg stirbt, sind Wahrheit und Anständigkeit. Diesmal starben sie schon vor dem Krieg. Ich will hier gar nicht groß darüber reden, wer in welchem Ausmaß am meisten für diesen Krieg verantwortlich ist. Krieg ist immer etwas Grausames und muss deshalb von uns hier und jetzt beendet werden. Diplomatie und Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Niemand hier will einen dritten Weltkrieg. Wir distanzieren uns hier von jeglicher Art von gewaltbereitem Extremismus und wir geben menschenverachtenden Meinungen auf unserer Versammlung keine Stimme. Respektvollen Umgang und erwarte einen friedlichen und sachlichen Austausch zu unseren Anliegen. Ich zitiere heute an dieser Stelle hier Helmut Kohl in einer Rede vom 19. Dezember 1989. Was ich sagen möchte, ist ein Wort der Anerkennung und der Bewunderung
für diese friedliche Revolution in der DDR. Wir erleben, dass eine solche Umwälzung sich zum ersten Mal in der deutschen Geschichte so gewaltlos, mit so großem Ernst und im Geist der Solidarität vollzieht. Es ist eine Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die Selbstbestimmung unseres Volkes. Und liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns, auch in der Bundesrepublik, dass wir ihre Meinung akzeptieren. Wir wollen und werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft unseres Landes. Ganz genau. Einfach mal sacken lassen und drüber nachdenken. Die meisten hier wissen, worauf ich anspiele. In unserer Verfassung steht geschrieben, Frieden bewahren und diesen baldmöglichst wiederherzustellen. Und selbst Frau Merkel betonte einmal, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir haben die Lügen und Taten dieser Regierung endgültig satt. Wir fordern Beendigung der derzeitigen und möglicherweise weiterer Sanktionen, einen sofortigen Waffenstillstand und die Einstellung aller Kampfhandlungen in der Ukraine. Wir fordern die unverzügliche Aufnahme von Friedensgesprächen und Verhandlungen. Gemeinsam, Hand in Hand, sagen wir Nein zu weiterer Eskalation in diesem Krieg. Wir sind der Widerstand für unsere Zukunft, für ein bezahlbares Leben und vor allem für eine schöne, lebenswerte Zukunft unserer Kinder. Ich sage mal vielen, vielen Dank an alle, die hier waren, trotzdem schlechte Wetter. Vielen, vielen Dank an die Trommler für die Unterstützung. Ein großes Dankeschön an die Polizei für den auch reibungslosen Ablauf. Danke an die Bannerträger. Ein Dankeschön an Dieter für die Berichterstattung, die folgt. Friedrichsthaler Spaziergänger, bei dir habe ich euch hierher bewegt. Jetzt geht es nämlich um Folgendes. Wer Interesse hat und denkt, dass Dommes in meinem Ort, in meinem Bezirk mal stattfindet, der soll sich bei der Friedrichsthaler Spaziergänger oder im Internet bei der Roten Linie www.rotelinie-saarbrücken.de mit UE. Bitte melden, es geht um Anmeldung vor Ort. Ortskundigkeit, wir unterstützen, genau wie hier. In diesem Sinne ist die Versammlung dann jetzt beendet. Ihr dürft euch aber gerne noch hier austauschen.